Jetzt hörst du mich? Okay, dann mache ich das Ganze nochmal. Okay, herzlich willkommen zu dem Vortrag. Wir haben eine Karte. Jetzt müsst ihr nur noch eintragen. Das ist die Kurzversion dieses Vortrags. So, okay, also was ich mir vorgestellt habe, eben, es ist Karten in drei Größen. Die eine ist die übliche Karte in der Größe, wo man sieht, wo das Ganze abläuft. Die zweite ist der Innenbereich, weil wenn man also hineinzoomt, ihr kennt das vielleicht von Google Maps, man kann mittlerweile in Kaufhäuser, in Malls hineinzoomen und sehen, welcher Store an welcher Ecke sich befindet. Ja, das hätte ich ganz gerne. Und der dritte Bereich, dazu zoomen wir wieder ein bisschen raus, ist, was liegt noch drumherum? Und ein ganz einfaches Ding, warte mal, lässt sich auch darüber bedienen. So, ein bisschen südöstlich hier von diesem Gelände. Wo ist das Netz? Da ist der Einkaufsmarkt und auch die Haltestelle, wo man eventuell eben ankommt mit der Tram 66. Das sollte natürlich eingetragen sein. Aber ich möchte auch, dass ihr eintragt, zum Beispiel, wo habt ihr übernachtet? Ich weiß, es gibt so einen Link auf booking.com und dann muss man unter 200.000 Hotels irgendwas aussuchen. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, ihr gebt weiter eure Informationen. Wo war es denn gut? Was war denn hier? Da war, ich erinnere mich übrigens mal, ich habe hier mal hier drüben bei einer Pension übernachtet. Das fand ich ganz nett. Und dann ist nördlich davon in Siegburg noch ein bisschen was. Und das hätte ich ganz gerne alles mal mit eingetragen. Gleich mit den Links eben auf die Webseite, um zu sagen auch, also so viel hat es ungefähr gekostet, so viele Leute haben da übernachtet, es war schön und so weiter. Das ist das, was mir fehlt. Das kann man sicherlich sich alles zusammensuchen, wenn man sich eine Woche vorher Zeit gibt und geht alle Tweets durch und E-Mails auf irgendwelchen Listen und so weiter, aber ich finde es einfach zu viel. Und hier können wir die Sachen zusammentragen. Das möchte ich euch bitten zu tun. Und damit ihr nicht ein ganzes Jahr abwarten für den nächsten Event, Frostcon Nummer 12, hier habe ich ein paar andere Events auf dem Schirm, eventuell ihr auch. Mein nächster Event, bei dem ich das gerne machen möchte, sind die Datenspuren. Vielleicht, falls ihr es noch nicht gehört habt, die Datenspuren sind ein Event in Dresden, gibt es auch schon zum x-ten Mal und finden im Oktober statt. Und wenn ihr auf meine Seite da schaut, die ich vorgetragen habe, dann seht ihr diese Einträge auch dazu. Gehen wir mal ganz kurz dorthin zurück. Kommen wir gleich mal zu. So, also hier ist der Event dazu. Hallo, ach. Einhandbedienung ist so eine Sache. Da ist er. So, also. Am 22. und 23. Oktober in Dresden in den technischen Sammlungen gibt es also die Veranstaltung. Apropos, das ist gar nicht mal so weit weg, insbesondere deswegen, weil morgen schon die Deadline für die Eintragungen sind. Ja, also am 21. August, wenn ihr was zu zeigen habt, dann bitte, müsst ihr euch dieses Wochenende schon bemühen, bitte tragt da mal was ein. Ja, für diesen Event möchte ich eben auch eine Karte erstellen. Ich hoffe auf die Kraft der Community, dass alle dabei mithelfen. Wie sollten wir das Ganze machen? Darüber müssen wir mal reden. Und ich schlage vor, dass nach dieser Stunde hier haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde, bevor der die Keynote ist, von 12.15 Uhr bis 45. Solltet ihr also Lust haben, da mit dran zu editieren, was einzutragen, dann bitte bleibt noch mal einen Moment da. So, ja, das sind die drei Bereiche, von denen ich geredet habe. Der Außenbereich, die Geschäfte, die Hochschule mit den Innenräumen und eine Liste von Dingen, die man eben drinnen sehen kann. Das ist nicht vollständig. Aber hier kommt ihr eben mit ins Spiel. Und was ich mit euch darüber diskutieren möchte, ist eben hier unten dieses. Also, was muss noch in die Karte hinein? Ich bitte um eure Vorschläge. Dann auch, wie sollte man das farblich gut gestalten? Es gibt leider nur endlich viele Farben, in denen man etwas machen kann. Und für alle Leute, die rot-grün blind sind, und ich habe gehört, das sind so 10% aller Männer, ist das natürlich so eine Sache, ne? Was man da macht. Ich bin weiterhin auch auf der Suche nach Apps, die das irgendwie darstellen können.
Also die ein Layer, wo man ein Layer exportiert mit reinziehen kann. Das kenne ich selber auch noch nicht. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber ich weiß nicht, welche davon gut sind. Vielleicht habt ihr Vorschläge, bitte macht sie. Und natürlich dann für die Offline-Benutzung auch, wie druckt man das am besten aus? Ja, welche Farbraum nimmt man und wie tut man das exportieren? Apropos Drucken, heute gibt es noch einen Vortrag über Drucken. Ich hörte immer, da braucht man was für und das braucht man jetzt nicht mehr. Kurt, du machst den Vortrag wann? 17:45, in welchem Raum? Einen Drucker braucht man doch noch. Ah, verdammt, ja, genau. In welchem Raum bist du? Ein Siebener? Okay, also hier nebenan fast ein Siebener. Okay. 11:28, yay. Also, sagen wir es mal so, das ist mein erster Vortrag, wo ich noch so viel Zeit habe. Gut. Genau, als Ausblick möchte ich halt, dass wir dort noch weiter hier zusammen basteln. Genau. Also, es gibt einige Editoren für OpenStreetMap und alle zwingen meine Kiste vollkommen in die Knie. Und hier wurde gerade vorgeschlagen, wie editiert man das Ganze mit Vim? Ja, das muss man auch rausfinden. Auf alle Fälle, das haben wir auch schon gemacht, eine Liste von Locations anzugeben, das kann man machen, die man nachher aufnimmt und dann werden die angezeigt. Also man braucht Longitude, Latitude und dann tut man die in eine Datei hinein und dann kriegt man eine Liste von Punkten. Und das ist eben so eine Sache. Manchmal brauchen wir eben, wie wir gesehen haben, doch mal ein Polygon oder eine Polyline, um was darzustellen. Und ich weiß nicht, ob das eben auch machbar ist. So, und an dieser Stelle übergebe ich jetzt, gebe ich an euch weiter mit den Vorschlägen. Also, im Prinzip, was soll mit hinein? Was steht noch nicht mit auf der Liste? Welche Farben sollte man verwenden? Da kann man sich wahrscheinlich sehr lange drüber diskutieren. Und welche Apps schlagt ihr vor, beziehungsweise Software, die man dafür nehmen sollte? Eine Kleinigkeit gibt es eben hierzu gleich zu bemängeln. UMap kann man zwar editieren, aber man sieht nicht, was die anderen tun. Ja, und es gibt keinen Chat nebenher. Also es funktioniert leider nicht so, wie ich das gerne hätte, wie ein Textpad. Alle editieren gleichzeitig und man sieht, was der andere gerade hinzugefügt hat. So ein Live-Update. Das gibt es nicht. Ja. Sollte es das aber doch geben, bitte ich um eine Meldung. Ich habe noch welchen Traumproblem, weil ich meine, ich darf nur alles verändern und so weiter. Nein, es ist nicht, also sicherlich ist es natürlich immer ein Problem von den Daten. Wie werden die eben rumgeschickt? Bandbreite ist ein Thema. Das nächste ist eben die Darstellung auf dem Computer. Ja, man braucht natürlich für Bilder immer, gerade wenn sie größer werden, ein bisschen mehr Rechenpower. Aber es muss ja auch koordiniert sein. Es muss ja in der Software auch schon vorhanden sein, dass die miteinander kommunizieren. Und das sehe ich hier nicht. Also man hat, ich muss mal rumschalten. Hier am Rand seht ihr, wo ist es? Da. Nein, wo ist der Import? Ich glaube jedenfalls auf Tab ist das. Das ist die andere Karten. Center. Nee, das ist es, glaube ich. Ah ja. Also hier gibt es diesen alten Schalter, dass man die Daten hochladen kann explizit. Aber es ist sozusagen kein Auto-Update da. Jeder, der was geändert hat, kann es hochladen. Und dann muss der andere wieder auf Reload drücken und dann sieht er das. Aber es wäre natürlich geschickter, wenn auf einmal irgendwas hochpoppt, plopp, und sagt, neuer Eintrag. Ja? Das haben wir leider nicht. Also, Multi... Genau. Aber das sind ja auch nicht gerendert, das sind ja Overlays über der Karte. Genau. Guter Einwand von Flo. Wir haben zweierlei Dinge, die wir hier betrachten müssen. Wir haben einmal das Kartenmaterial, also eigentlich gute Erklärung von meinem OpenStreetMap Guru in, was ist das weibliche Wort dafür?
ist letztendlich, eigentlich ist ja OpenStreetMap eine Menge von Daten, eine Datenbank. Ja, ja, jeder sieht erstmal die schon gerenderte Karte. Nein, das ist das Produkt. Und es gibt nicht die Karte, OpenStreetMap ist nicht die Karte, nicht wie das Google Map, sondern es gibt eine Karte solche und eine solche. Und bei jeder Karte sind eventuell schon mehrere Layer dabei, bei denen man umschalten kann, um was anderes zu sehen. Mal ganz kurzes Beispiel dafür, weil ich das insofern lustig fand. Das ist nämlich hier mit dabei. Man kann hier einen anderen Layer auswählen. Hier gibt es eine ganze Menge seitenweise. Und weiter unten, wo habe ich es? Die fand ich sehr hübsch, ne? Landscape. Here we are. Es gibt die Watercolor-Version. Ist doch hübsch, oder? So. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen, aber es ist hübsch. Ja. So. Und deswegen, OpenStreetMap muss man sozusagen durch viele verschiedene Brillen anschauen. Ja. Immer die Sichtweisen. Und die eine Sichtweise, die wir hier kreieren, ist letztendlich keine neue Karte. Es bedient sich aus dem Material und stellt ein Layer drüber dar, ja. Es wird gar nicht mal gerendert, nein, eben nicht. Das wird nicht gerendert, es wird drüber gelegt. Das heißt, die, genau, die Unter. Richtig, genau. Du hast eine Grundkarte, die man vorgibt und auswählt. Und dann kommen die Punkte und Linien, die man dazu gezeichnet hat, als Layer drüber und gemischelt wird es im Browser. So ungefähr. Mhm. Also es wäre natürlich noch, also das wäre das große Ziel, ne? So ungefähr. Also was ich gerne hätte, ist so etwas wie ein Textpad, wo wir alle gleichzeitig an einem Text editieren und wo man natürlich sofort die Änderungen sieht. Das wäre noch geiler. Aber das ist eine Frage der Bandbreite, das ist eine Frage der Software und die muss vielleicht erst noch gebaut werden. Ich kenne nicht, ob es nicht schon eine gäbe. Ich würde sie gerne vorführen, wenn ich sie von ihr wüsste. Okay, aber der erste Schritt ist ja erst einmal, dass alle von euch ihre Ideen, ihre Orte mit eintragen in die Karte, damit wir wissen, dass es gibt. Und wie immer im Vorfeld stellt sich die Frage so ungefähr einmal, welche Leute fahren zusammen zum Event? Das braucht auch eine Karte. Und wo bleibt man denn dort vor Ort? Wo kommt man da unter? Und diese Hinweise immer darauf, es gibt Links mit zu irgendwelchen Sites wie Booking.com oder ähnliches, da muss man sich das über ein weiteres Fenster hinzusuchen. Aber warum packen wir nicht unsere Vorschläge dort mit in die Karte und sagen, hey, ich habe da mal übernachtet, da war es nett, ruft's da an. Das kann man als Text machen, das haben wir auch sozusagen gemacht, als Text zusammengestellt, schon vor Jahren. Aber das ist dann wieder so, man hat eine Liste von Adressen, aber keine räumliche Vorstellung davon, wo diese Orte sind. Und deswegen brauchen wir eben so eine Karte. Ja, und wie machen wir das jetzt? Genau. Also, zum einen möchte ich euch bitten, bei UMAP ein bisschen mit rumzuspielen, ein paar Sachen noch einzutragen. Und ansonsten sollten wir die ganzen Sachen sammeln. Natürlich könnt ihr mir das alles auf mich raufwerfen per E-Mail dazu, froskan2016@gukes.net. Aber wir haben ja natürlich auch einen Chat-Kanal. Also ich hoffe mal, ihr wisst von IRC. IRC ist das für die alten Säcke, also das, was ich heute Twitter nennt. Ach ja, meine Kiste braucht Strom. Wer benutzt denn IRC hier? Hallo? Yay, okay, immerhin. Also IRC, Froscon-Kanal über Freenode. Bitte klingt euch da ein und redet darüber. Und ich gucke mir das Log an und versuche die Sachen natürlich auch mit einzutragen. Ja. Also bei Twitter, ganz ehrlich, es ist mittlerweile so viel geworden und das rauszufiltern finde ich ein bisschen lästig und dann die Beschränkung auf 140 Zeichen, das ist nicht so ganz der Hit. Deswegen schlage ich vor, E-Mail und Chat als Kommunikationsmethode zu machen. Ich weiß nicht, wie weit ihr OpenStreetMap kennt. Es hilft natürlich auch, wenn ihr gleich einen Node mitliefert, wenn ihr irgendetwas habt. Ich schalte mal kurz zurück auf anderen Layer. Oder nee, ich mache das gleich. Hm.
Gut, wir haben hier mal, ich nehme einfach eine andere Karte heraus und zufälligerweise ist es Berlin. So, ja, jetzt gehen wir hier mal zum Fernsehturm. Den hat ja jeder schon mal so gesehen. Der ist ja auch, lässt sich leicht verstecken. Jetzt haben wir gleich daneben so eine Kirche, na schön. Und wo ist diese Kirche, wie ist sie ansprechbar? Und hier auf der rechten Seite seht ihr dieses Fragezeichen, diesen Query links da. Und dann kann man da drauf gehen, dann geht man auf die Kirche, klickert mal und dann geht das da durch die Datenbank einmal durch. Und es versucht, die Dinge zu erfinden, auf die man draufgeklickert hat und dann eben alles, was die Sache umgibt, wie Stadtteil und so weiter, wird dann eben angezeigt. Ja, und irgendwie ging alles mal schon ein bisschen schneller. Netz, Netz, Netz. Tja. Zwischendurch noch ein bisschen Werbung. Also für die weiteren Dinge, die es noch gibt. Also ich hatte davon gesprochen, es gibt ja noch ein paar Events und so, wo man vielleicht hingeht und was haben will. Dort gibt es eine Seite, die ich mir einfach gebaut habe, ja, mit Wim. Einfach eine Kurzübersicht über die Dinge, einfach. Das ist nur reiner Text, sollte also in jedem Ding lesbar sein. Adresse ist cal.cookies.net. Grün ist das, was gerade läuft, gelb ist das, was bald gerade kommt. Und was mir wichtig war, so einer Kalendergeschichte, ist eben klar, die Links zu den Homepages sollen da sein, aber eben auch, man sieht es fast gar nicht, ich muss ein bisschen größer machen, D am Anfang heißt Deadline. Ich habe die Deadlines eingetragen. Das heißt, wenn man gerade durchgeht, dass man sich Bescheid vielleicht sagen lassen kann, dass man sich nun irgendwo einzutragen hat, damit man an der Sache teilnehmen kann. So. Tut sich was? Tut sich gar nichts. Okay, ist langweilig. Jedenfalls hier auf der linken Seite kommen dann die ganzen Links. Man sieht dann den Node auf das Objekt selbst und dann kann man das verwenden. Das als Referenzpunkt ist natürlich eine schicke Sache, wenn man jetzt über ein Objekt redet, dass man das weitergeht im Chat oder in der E-Mail und sagt, hier, ich meine die Kirche. Und damit nicht jeder selber das nochmal in der Karte suchen muss, gibt man eben gleich den Node-Link dazu. Ja, warum hier sich gerade nichts tut, ist mir, weiß nicht. Wird hier gefiltert? Weiß das jemand? Nee? Okay, also ich weiß nicht, warum da jetzt gerade nichts kommt. So. Zeit. Das ist leider keine Zeitanzeige. Gut. Vielleicht kommt vielleicht gar nichts. Ah, wir haben weitere Punkte. Gehen wir mal auf. Klicker. Barista ist eingetragen für Kaffee. Vielen Dank dafür. Genau, wer war das? Sehr schön. Sehr gut. Nein, ich finde das sehr prima. Genau. Aber du hast das über dein Smartphone gemacht? Ja. Yay. Okay, also ich muss immer eine Tastatur vor der Nase haben. So, für... Gut, cool. Freifunk ist auch eingetragen. Wunderbar. Wer war's? Danke sehr. Sehr cool. Ja, bitte weitermachen. Solltet ihr auch Events haben, die sozusagen nicht mit auf der Liste stehen, bitte schickt mir eine E-Mail, ja, dass ich das mit eintrage. Und was ich eigentlich hoffe zu etablieren, ist ja eigentlich, dass für jeden Event es einen Anlaufpunkt gibt, wo jeder etwas eintragen kann. Also, dass jeder... Es sollte jemand gehen, der sagt, hier, ich mache jetzt eine UMAP für den Event, ich trage schon mal was ein und der ist ansprechbar und alle bewerfen ihn mit irgendwelchen Daten oder sagen, ich habe schon was eingetragen und ich weiß jetzt nicht, wie man die Farbe ändert, kannst du das mal machen? Ja. Wer hat das mit auf dem Schirm mit den Datenspuren? Irgendjemand hier? Datenspuren? Eins. Wir müssen reden. Gut. Weitere Events? Der Communication, Chaos Communication Club, Club, Congress, genau. Wer geht dorthin? Einer, zwei, zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Okay. Also auch für diesen Event finde ich das sehr wichtig. Gerade, also die letzte Zählung so irgendwie beim CCC-Kongress war 6.000 bis 8.000 Leute oder so da. Und ich denke mal, das hilft schon, wenn die Leute, die von
sehr weit herkommen, sich vorbereiten können über eine Karte, um zu sehen, wo reise ich an, wo komme ich unter, wo gibt es Geschäfte, wo ich was einkaufen kann. Immer wieder ein Thema, auch für die Leute, die aus dem Ausland kommen, ist, okay, vor Ort möchte ich jetzt nicht Roaming-Gebühren zahlen, ja, sondern ich möchte mir eine SIM-Karte holen. Wo kriege ich die denn her? Was kostet das Ganze? Wie viele Daten dabei? Und das ist ja natürlich schick, wenn man einfach auf so einen Shop drückt und der in der Nähe ist und dann steht da hier, hol dir die Karte zu dem Geld und dann hast du 2 GB Datenvolumen. Ja. Das wären die Sachen. Fragen, ja. Richtig, sehr gute. Genau. Indoor-Karten und solche Sachen. Ich glaube, wenn man hier rüber geht zum Dingens als Beispiel. +++. So. Und hier sieht man das auch, was du gerade ansprichst. Genau. Hier sind also Geschäfte eingetragen vom Ort her, die man so als Punkte da irgendwie so sieht, aber man sieht keine Umrisse und man weiß eben nicht, auf welcher Ebene sich die Dinger befinden. Na? Es gibt da was, ich habe mal was gesehen. Ich wünschte bloß, ich hätte jetzt ein Beispiel mir schon eingetragen, um das mal zu zeigen. Also man kann es machen, im Sinne von, es existiert eine Lösung. Und jetzt kommt die nächste Frage, und wie macht man es? Und mal rauszufinden. Aber dürfte ich dich bitten, diese Frage mir nochmal per E-Mail zu schicken oder eben im IRC einzutragen? Ja, also... Ich möchte das schon alles mal ein bisschen sammeln. Gibt es denn irgendjemand hier, der sich noch weiter mit OpenStreetMap beschäftigt? Also irgendwie Rendering und so weiter? Nee? Eintragen. Du machst, okay. Wer von euch geht durch die Gegend und tut die Hausnummern eintragen? 1, 2, 3, 4. Sehr cool. 5. Ja. Wie hieß die nochmal? Es gibt eine App, die ganz nett ist, wo man durch die Gegend geht und man kann eintragen, was die Hausnummern sind, die neben dem man gerade steht. Mir fällt bloß der Name gerade nicht ein. Also es gibt sie auf alle Fälle. Und ja, also man kann da durch die Gegend gehen, kommt gleich, und kann sagen, ich stehe jetzt neben dieser Hausnummer und sie ist rechts von mir. Und dann geht man einfach eins weiter und man kann diese Dinge eintragen im Sinne von, das ist eine Straße, wo die Nummern kontinuierlich hintereinander kommen, Nummer nach Nummer, oder eben sozusagen, sie sind gerade und ungerade verteilt in der Straße. Ja, sodass man immer einen Schritt weiter geht und sagt, hier ist die nächste, hier ist die nächste, hier ist die nächste. Oder es gibt? Lauter, lauter. Ach so, ja, überall ist es... Ja, überall ist es eindeutig, nur in Berlin nicht. Das ist leider wahr. Aber, naja, Berlin hat ja bekanntlich alles. Das heißt, wenn wir nur eins hätten, dann hätten wir nicht alles. Ja, das ist ein bisschen komisch. Es gab irgendwie eine Reform vor 150 Jahren, 130 Jahren, die gesagt hat, wir müssen das mal ändern. Und davor war es ein bisschen Wildwuchs und es wurde dann aber kontinuierlich geändert. Und auf der anderen Seite hat man sich gesagt, wir lassen es bereits, wie es ist, weil wir wollen nicht so viel ändern. Ergebnis natürlich Kuddelmuddel in Berlin. Mal befindet man sich in einer Straße, wo man einfach runtergeht von einer Nummer bis Nummer 100. Und auf der anderen Seite geht es von 101 bis 200 wieder zurück. Das ist besonders schön für die Taxifahrer. Und dann gibt es die Dinger mit rechts, links. Und dann gibt es noch ein paar lustige Dinge, wo ein paar Nummern fehlen. Und dann sind die gegenüberliegenden Nummern nicht mehr so ganz synchron. Dann ist da so 50 bis 100 Meter Luft dazwischen. Ja, ist alles ein bisschen verwirrend. Aber was soll ich euch sagen, da gewöhnt man sich dran. Alles schick. Genau. Also keine OpenStreetMap-Renderer-Backend-Leute hier? Nee? Schade. Ja, hätte ich mal vorher aufrufen sollen dafür. Also, wie viele von euch würden noch mal gerne ein bisschen was eintragen? Dass wir uns noch mal zusammensetzen? Ja? Gut. Fragen? Aha, Keypad Mapper 2 ist das Ding, um die Hausnummer einzutragen. Okay, sogar noch 3, okay. Vielen Dank dafür. Gut, weitere Fragen? Muss man hier für eine Veranstaltung irgendwie so eine Suchmap oder sowas anbieten?
Auf UMelt muss man was anlegen? Sorry? Genau, UMAP ist nicht eine generelle Karte für alles, sondern im Prinzip ein eigener Layer. Genau, und für jeden Event sollte man dann einen eigenen Layer anlegen. Genau, eine eigene Adresse. Also braucht immer jemand. Achso, wie macht man daraus eine Karte für alle Events? Das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also wie man die Layer zusammenführen könnte, so nach dem Motto, ganze Mengen zusammenführen, weiß ich nicht, ob es das geht. Genau, also. Genau. Also wenn man. Ja. Sehr gute Idee. Also wenn es mehrere Events zum Beispiel an demselben Ort gibt, dann. Das versuche ich gerade. Ja, richtig, genau, das versuche ich gerade. Ich versuche die Frage nochmal zu wiederholen. Was macht man also sozusagen, um Daten zusammenzuführen oder Teile herauszunehmen? Für den Beispiel eben, es ist derselbe Veranstaltungsort hier an der Fachhochschule und wir haben einen anderen Event, aber wie kann ich das übernehmen, weil ja in der Nähe dieselben ähnlichen Dinge interessant sind? Ja, wie kann man das machen? Ich weiß es nicht. Ich bitte um... bewerfe mich mit dieser Frage in einer E-Mail und ich werde das mit aufnehmen, denn ja, ich finde es wichtig. Sehr gute Frage. Ja. Weitere Fragen? Bitte sehr. Kann man das selber nochmal? Posten. Noch eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich gehe mal davon aus, es ist freie Software, ja. Ich gehe davon aus, wenn man die Leute bei UNMAP fragt, wo ist eure Software, könnt ihr, ist ein GitHub-Ding? Naja, dann gehe ich davon aus, dass hoffentlich die Lizenz alles ganz schön ist und dass du es runterladen kannst und dir selber installieren kannst, ja. Ah, ja, du darfst, also die OSM-Daten sind, glaube ich, alle irgendwie Creative Commons. Ja. Aha, die Map-Server selbst nicht. Aha, gut. Ich glaube, wir haben einen weiteren Vortrag hier, den wir vorbereiten. Einen, bei dem ich, den ich nicht selber halten kann, aber bei dem ich gerne drin säße. Also, wie ist die Verwendung des Kartenmaterials? Was darf man nehmen, was nicht? Ich weiß zumindest aus der Sicht von OpenStreetMap, wenn man jetzt Google Map-Daten sich anschaut oder von anderen Kartenmaterial, es wird davon abgeraten, generell Daten zu übernehmen oder irgendwie abzupausen. Es ist den OpenStreetMappern wesentlich wichtiger, dass jemand vor Ort ist, der selber die Daten aufgenommen hat und einträgt. Das heißt, es gibt einen, der definitiv als Creator gilt und der die Sachen zur Verfügung stellt und der außerdem zu einem gewissen Zeitpunkt da gewesen ist, um zu sagen, zu diesem Zeitpunkt war das auch wirklich so. Ja. Natürlich könnte man alles abpausen. Also genau genommen gibt es irgendwie vom Gesetz her schon die Möglichkeit, man kann, also jetzt in der atomaren Welt eine Karte nehmen, ein Pauspapier drüber legen und selber drüber zeichnen. Dann hat man auch ein Werk erschaffen, zu dem man der Urheber ist und man hat darauf auf das Urheberrecht. So, und ich bin sicher, dass mich jetzt irgendwann ein Rechtsanwalt anspringt und sagt, ja, sehen wir aber anders. Kann sein. Aber so habe ich es im Kopf. Ich möchte daher eher die Philosophie von den OpenStreetMappern weitergeben und sagen, es ist besser, ihr erhebt die Daten selber und lädt sie dann hinzu, anstatt sie von irgendetwas abzupausen oder direkt rauszunehmen. Ja. Ja, natürlich kann man nicht jedes Haus sozusagen umrunden. Man geht nicht einfach in den Garten hinein und sagt, ich muss jetzt hier mal mappen. Ja. Tut mir leid, dass Sie gerade hier nackt rumlaufen, aber das ist ja Ihr Problem. Nein, natürlich nicht. Also es gibt schon Kartenmaterial und man kann sagen, man hat das sozusagen aus dem Luftbild dort entnommen. Das kann man schon machen. Ja. Aber an sich ist es natürlich deprecated. Es reicht auch erst einmal, wenn erstmal so ein Rechteck da ist.
und sagt, hier ist ein Gebäude. Und dass da nicht jede Ecke richtig schön mit drin ist und der Innenhof und so weiter, das ist dann erstmal klar. Und ich erinnere mich an eine Edit-Session bei Wikimedia Foundation. Da ging es darum, Leuten zu helfen, die vor Ort sind, nämlich Mediziner ohne Grenzen in Afrika in einem Teil. Und naja, die können das ja auch selber machen. Aber die sind eigentlich mit medizinischen Dingen beschäftigt. Und deswegen wollten sie, dass wir als Gruppe Eintragungen machen über das Dorf oder einen Teil einer Stadt. Einfach, wo ist was? Da ging es erstmal nur darum, Straßen nachzuzeichnen und Rechtecke einzutragen für, hier ist irgendwie eine Hütte. So. Und das erst einmal hilft zur Orientierung für Leute vor Ort, die sich dieses Material runterladen und dann anschauen. Ja, ist alles nicht perfekt, aber so geht es erst einmal los. Und wenn ihr das selber macht, wie gesagt, nicht unbedingt abpausen, sondern besser in eure Umgebung spazieren gehen, Straßen erstmal eintragen, Hausnummern und Details können dann später kommen. Also weltweite Abdeckung für dein gutes Verbinden, Microsoft. Halt, das machen wir jetzt mal anders. Das geht nicht. Hervorragend. Also es gibt Luftbilder mit weltweiter Abdeckung von Microsoft Bing. Die kann man sich also in JOSM oder auch in den ID, in den webbasierten Editoren einfach dahinter einblenden. Und von denen kann man natürlich abmalen. Die Qualität variiert sehr stark. Also in Europa sind wir relativ gut dabei irgendwie mit der Auflösung. Das heißt, da kann man schon mal Gebäude von abnehmen. Das sieht in anderen Ländern der Welt leider ein bisschen anders aus. Und vor allen Dingen hat man natürlich immer das Problem, in China interessiert es da keinen, ob da gerade Wolken davor sind. Also da endet dann eine Straße auch einfach mal an der Wolke. So, ja, passiert halt. Muss man halt warten, bis die mal die Karten abdecken, updaten und dann hoffen, dass die Wolke in dem Moment woanders ist. Wir haben hier den Vorteil, wir sind in NRW. In NRW hat das Landesvermessungsamt uns Daten freigegeben, also unter anderem Luftbilder mit einer Bodenauflösung von 40 Zentimetern. Die können wir uns einblenden lassen dahinter. Und wir haben den Riesenvorteil, wir dürfen das ALKIS verwenden, also das Liegenschaftskataster. Und da gibt es sogar Tools für, um Gebäude automatisch aus dem Liegenschaftskataster zu übernehmen. Qualität variiert so ein bisschen, man muss das ein bisschen nacharbeiten, aber im Prinzip kann ich einfach wirklich die Gebäude durchklicken. Klick, 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 klick und dann habe ich die ganzen Gebäude mit ihren Details da drin. Und das geht relativ zügig. Irgendwie, da hat man dann so Städte mit, keine Ahnung, 100.000 Einwohnern, hat man normalerweise irgendwie in 2 Wochen drin. Inklusive alle Adressen, weil die Hausnummern nämlich im ALKIS auch drin stehen. Fehlt nur noch die Straßenzuordnung, aber das kann man ja mit ein bisschen rumlaufen eben einmal abfrühstücken. Ja. Also NRW ist da relativ gut bestückt. Deshalb sieht NRW auch, was die Adressabdeckung angeht, irgendwie ziemlich gut aus. Ich weiß nicht mehr, wo es sind, irgendwie 70-80% oder so der Adressen haben wir ja. Weitere Frage zum Sammeln. Was wollt ihr eigentlich in der Karte sehen? Wo sind die Spätis? Überwachungskameras, ja. Sehr cool. Ja, machen wir gleich mal ein bisschen Werbung so ungefähr. Auch Überwachungskameras sind eingetragen mittlerweile. Ja, in Berlin ist eine ganze Menge zu sehen. Es gibt ein Projekt, das das macht, natürlich weltweit. Und Jens Kubizil, bekannt für Buch über Tor aus Jena, macht mit Kindern Schülern eine Tour und sie schauen sich die Überwachungskameras mal an und tragen die fehlen wohl noch ein. So habe ich das ungefähr verstanden. Ja, finde ich irgendwie eine ganz coole Sache. Was mir dazu noch einfällt, ist, es gab ein paar Leute in England, da gibt's richtig viele Kameras und die werden dann auch aufgezeichnet, sind nicht nur Fakes. Man kann sich also kaum durch die Londoner Innenstadt bewegen, ohne gesehen zu werden. Aber es gibt auch ein Gesetz, dass mit dem man diese Daten, die aufgezeichnet wurden, herausfordern kann. Und dann gab es eben Leute und haben mal gesagt, ich gehe jetzt einfach mal durch die Stadt. Und dann er wusste natürlich, wo er lang geht. Er wusste auch, dass er fast vollständig damit überall gesehen wird. Und dann haben sie diese Daten herausgefordert und sie haben den Weg nachvollzogen, indem sie daraus ein Video gemacht haben. Schon mal eine Idee. Und dann gab es noch ein paar Leute, die haben das gemacht, die haben es dann auch besser durchgezogen als jemand, die es ja auch schon vorher als Idee hatten. Und zwar, die haben ein Video gedreht oder drehen lassen. Es war dann eine Band, die hat ihr Lied dann immer wieder gespielt und naja, auf Plätzen hier und da wurde aufgenommen, hat dann die Herausgabe dieses Materials eingefordert und immerhin, glaube ich, 2/3 der Leute sind der Sache nachgekommen und daraus haben sie ihr Lied Video geschnitten. Ja, also könnt ihr auf YouTube anschauen. Ich fand das eine sehr nette Idee. Ja, also wenn man schon aufgenommen wird, dann soll man doch was von haben. Da gibt es eine Frage.
Ja, eine interessante Sache ist die Open Fire Map. Das ist auch in OpenStreetMap alles eingetragen auf der ganz normalen Karte. Gibt aber eine eigene Rendering davon, wo alles, was mit Feuerwehr, öffentlicher Sicherheit zu tun hat, eingetragen ist. Gerade auch hier in Troisdorf um die Ecke ist mehr oder weniger jeder Hydrant eingetragen. Unterflurhydranten, Oberflurhydranten, wo dann auch die Feuerwehr wirklich diese Karte dann auch nutzt und die Hydranten einmal im Jahr abfährt. Also in Troisdorf ist wirklich sind die Straßen rot gepflastert mit den einzelnen Punkten. Das ist bei uns jetzt in Odenthal auf dem Dorf jetzt noch nicht so. Da haben wir jetzt auf der Karte haben wir jetzt eine Feuerwache. Ja, und ja, zwei Hydranten. Das scheint mir ein wenig zu wenig zu sein. Da werden mit Sicherheit mehr sein. Also, wenn ihr mal an einem Hydranten steht, tragt die Dinger einfach ein. Also original auf OpenStreetMap oder jetzt auf eine U-Map? Original auf OpenStreetMap. Kann man einfach einen Punkt setzen und sagen, das ist ein Hydrant. Es gibt so schöne, in Deutschland gibt es diese schönen roten, oder die weiße Schilder mit rotem Rahmen, steht ein H dran und mit den Entfernungsangaben in Metern, in welche Richtung man von dem Schild aus gehen muss. 4 Meter nach vorne, 2 nach links. Genau, dann da steht dann der Durchmesser dran, wie groß das Rohr, das Wasserrohr da drin ist, woraus die Feuerwehrleute wissen, wie viel Wasser können die daraus ziehen, ohne dass das Rohr kaputt geht. Das kann man auch hier hinterlegen. Also bei den Hydranten ist dann genau, da steht dann dran, wie groß sind die Dinger, wie viel kann man hier rausnehmen. Wenn das wisst, einfach eintragen. Wo kriegt man die gerenderte Map, wenn ich gucken will? Open Fire Map. Also. Aha! Das ist zu breit, das ist interessant. Der sieht doch gut aus, alles gut. Nicht nur Rosa sieht das nicht, aber guck mal hinter dich. Ah, okay, bei dir ist aber nicht schön. Dann bin ich cool. Genau. 15 Minuten. Wow, ich hatte noch nie so viel Zeit. Großartig. Psst. Genau, also wer dieses Tool nicht kennt, das heißt Screen Message und wenn es installiert ist, das Binary heißt SM. Aber ich finde es ganz praktisch, weil ich muss nicht ständig hin und her hüpfen, kann das da einfach reinpipen und dann wird das groß dargestellt. Ja, ich hatte auch überlegt, so ungefähr den Vortrag mit Stichworten einfach so zu machen und einfach nur das Stichwort immer groß darzustellen. Da mal für Bilder zu zeichnen, finde ich ein bisschen überfällig, ne? Also zu viel, Overkill. So, dann haben wir 15 Minuten. Also, gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich gerne übergehen gleich ins Basteln. Also ich möchte mit euch gleich mich zusammensetzen und ein paar Sachen mehr eintragen, dass wir sehen, wie das irgendwie besser schaut. Und dann würde ich euch bitten, natürlich diese URL weiterzugeben. Vielleicht muss ich es nochmal anzeigen, von der Karte, damit jeder weiß, dass er dort was eintragen kann. Ja, Sekunde. Naja, das, also der eigentliche Link hier, schau mal. Also letztendlich der Eintrag bei der Dings, also UMAP, OpenStreetMap FR ist die Basis-Dingens und dann, ich habe eingetragen als Titel der Map, ja, rechts kann man das eintragen, war Frostcon 2016 und diese Zahl dahinter wurde noch automatisch hinzugegeben. Und damit man nicht zu viel eingeben muss, habe ich das eben abgekürzt mit deiner TinyUrl, tinyurl.com und habe geschrieben map-frostcon. Ja, und ich denke mal, sowas Ähnliches kann man machen für andere Veranstaltungen. Map-Datenspuren. Also, ja, ist nur eine anfängliche Idee. Da gibt es eine Frage. Ja,
der Betreiberin, also Umweltbetreiber, dann sagt man sich ein, zwei Jahren, ich will da nicht mehr Karte machen, ich will die Daten weg. Nee, man kann die, ich habe es gerade ausprobiert, man kann die als GeoJSON einfach runterladen. Dann kannst du im Prinzip GeoJSON, das ist das Problem, was machst du mit Leaflet, also die JavaScript-Bibliothek, baust du dir wahrscheinlich in gefühlt 20 Minuten, baust du dir eine Webseite zusammen, wo genau diese eine GeoJSON dargestellt wird. Genau. Und die Daten jetzt nur umweltbilden, indem du nachher noch etwas Leaflet. Nee, du trägst aber, UMAP ist ja nur ein Overlay. Ja. Also was du im Prinzip machst bei Open, bei UMAP ist, du hast die Basemap aus dem technischen Teil von UMAPs und dann lädst du bei JavaScript letzten Overlay oben. Und diese Daten aus dem Overlay, die sind nicht bei OpenStreetMap, sondern bei UMAP. Und die kannst du dir aber runterladen von UMAP als GeoJSON. Gut, also die übliche Frage ist natürlich, was passiert mit den Daten, wenn der Datensammler kaputt geht, keine Lust mehr hat oder sich damit verselbstständigt und sagt, das sind meine Daten, die gehören mir jetzt und das ist mein Geschäftsmodell. Generell. Also die Lizenzfrage ist damit angesprochen natürlich. Die Gretchenfrage, wie ich sie fast nenne. Und klar, also es ist technisch möglich, die Daten runterzuladen, um sie zu haben. Dazu muss man wahrscheinlich aber eben, wenn man ein vollständiges Bild haben will und Datenmaterial, alle Adressen kennen, um sie runterladen zu können, bevor dieser Fall eintritt. Aber wichtiger wäre eher, was passiert, wenn jetzt, sagen wir mal, niemand mehr Geld zahlt für den Server, sodass die Daten rausgegeben werden. Was könnte man machen? Kann man diese sich erstreiten? Oder darf man generell sagen, ich will sie haben, man kann sie auch bekommen, man muss nur den Datenträger dafür bezahlen? Ja? Eine ungeklärte Frage, auch an dieser Stelle mal der Sache nachgehen und mal fragen. Ich gehe mal davon aus, dass die Franzosen aber so nett sind, wenn sie OpenStreetMap-Material haben, dass sie das nicht auf einmal für sich beanspruchen. Ja. Aber dennoch, ja, Flo, schickst du noch mal die Frage? Okay. He's on Barcelona. Bitte schick mir eine Nachricht nochmal oder wer auch immer gerade Zeit hat, bitte schick mir eine E-Mail, damit wir das haben. Ich sammle das und verspreche natürlich, dass fürs nächste Mal es besser vorbereitet wird, dass wir dafür Antworten haben. Und wir haben nur noch 10 Minuten. Yay. Ich freue mich. Noch Fragen? Na? Gut, wenn keine Fragen sind, dann müssen wir nicht in Luft rumhängen, dann beschließe ich das hiermit. Ich danke euch für euer Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie mir bitte und beim nächsten Mal gibt's mehr Info und dann füllen wir die Zeit schon. Vielen Dank.